Yeah. Three chains. I just wanted to say that, that's all. That's all we wanna do, man. Yeah, hey Tone, I'm doing something different, nigga. Follow my lead. Yeah. Black whip, black rims, yellow bitch, red bone. Big hips, blue eyes, big lips, hair long. Thick as shit, bad as fuck, me and her Tune, nigga, add it up. If you love your girl, you wanna keep your girl, then let me meet your girl, cause I'll snatch her up. Two niggas in one whip with two scraps and a pound of green, with a mouth full of that gold shit. True religion, my fucking jeans. Red hat, red chucks, red dress with a red pump. Ja, hallo liebe Sportsfreunde und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen neuen Ausgabe von mir, dem Flo von SPRCRS. Euch wird schon, abgesehen vom Titel, aufgefallen sein, irgendwas ist hier anders. Ja? Der Innenraum sieht anders aus, das Auto klingt anders, es ist alles ein bisschen enger, also wirklich nur ein bisschen, aber man spürt es doch schon. Ja, wir sind nämlich heute unterwegs im BMW 1er M Coupé von Aulitzky Tuning. Ja, haben gedacht, der Dominik, der hat ja noch den M2, ihr erinnert euch an ihn, mit M4 Motor zu Hause rumstehen, sozusagen. Und da die Jungs sowieso den ganzen Tag über fleißig sind und eigentlich gar nicht dazu kommen, ihre Autos zu fahren, haben wir uns gedacht, wir machen mal einen kleinen Autotausch. Und ja, so ist das Ganze entstanden. Und ja, ich habe mir gedacht, ich mache mal so ein kleines, ja, Vergleichsvideo für euch, indem ich dieses Auto mit meinem vergleiche. Ja, also 6-Zylinder gegen 8-Zylinder, 1M gegen M3. Erstes Thema, Motor. Eigentlich ja das Herzstück jedes Autos. Und ja, besonders hier, man merkt, also dieses Teil ist wirklich unverschämt schnell. Ja? Ich sag's gleich vorweg, es ist natürlich nicht mein Auto. Mit Eigentum anderer wird natürlich nochmal anders umgegangen als mit eigenem Eigentum. Und damit meine ich nicht drive it like you stole it, sondern schön sachte und die Sachen anderer wertschätzen. Das heißt gerade hier Turbomotor, warm fahren und auch wieder kalt fahren, so gut es geht. Und eben, ja, nicht gerade mordsmäßig treten. Und ja, da gibt es zu sagen, wir haben hier einen 6-Zylinder Turbo aufgeladen. Mein Auto hat einen 8-Zylinder reiner Saugmotor. Da merkt man allein daran schon die Charakteristik, wie unterschiedlich sie zwischen dieser beiden Autos nicht sein könnte. Und trotzdem 2 Zylinder weniger, dieser Turbo, der knallt richtig, richtig brutal. Wir haben hier 505 PS, ich habe mir hier einen kleinen Spickzettel gemacht, sonst hätte ich mir das Ganze gar nicht merken können. 505 PS, das müsst ihr euch überhaupt erstmal auf der Zunge zergehen lassen, ja. In diesem kleinen 1RM Coupé, ja, wo er wirklich auch nochmal ein Ticken leichter ist als mein Auto. 505 PS, 745 Newtonmeter. Und die liegen nicht erst, ja, wie bei einem Saugmotor, bei meinem zum Beispiel, im höheren Drehzahlbereich an, sondern schon von unten raus gibt es da wirklich diesen Turbo-Punch. Also wirklich, das ist echt so ein richtiger Schlag ins Genick, wenn man es drauf ankommen lässt. Und ein ganz, ganz anderes Feeling wie bei einem Saugmotor. Das Ganze wurde realisiert. Ich habe da auch erst mal nachfragen müssen und das Ganze natürlich mir aufschreiben müssen. Wir haben natürlich andere Turbolader. So. Wir haben Downpipes inklusive kompletter Abgasanlage. Ja, das Ganze ist eine Klappenabgasanlage. Klingt übrigens auch sehr gut, aber dazu kommen wir später. Wir haben einen größeren Ladeluftkühler. Wir haben eine Carbonansaugung. Wir haben geänderte Schubumluftventile und Alu-Chargepipes. Also eigentlich irgendwie so eine endlose Liste. Also total krass, was da alles von den Jungs reingesteckt wurde, um diese PS zu realisieren. Die sind auch, soweit ich weiß, Prüfstand gemessen oder mit Performancebox und so weiter, was es da alles gibt. Also die sind auch wirklich gegeben, die sind auch standfest. Das Auto, wie lange wird das schon gefahren? Seit bestimmt 2 Jahren oder so. Damals, weiß ich noch,
da habt ihr auch schon das Auto aus dem Video von mir mal kennengelernt, waren so um die 450 PS, also richtig, richtig heftige Ansage, das Getriebe. Ja, ihr kennt ja aus meinem Auto die, das 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe, wirklich boah, sowas von fein, also ich vermisse es jetzt schon ein bisschen, aber dazu komme ich auch eben noch später, mit den Schaltpedals am Lenkrad und alles wirklich zack, zack, super schnell. Ich muss gestehen, das letzte Mal Schaltgetriebe bin ich gefahren, bevor ich jetzt hier das erste Mal gefahren bin, gestern, das war vor anderthalb oder zwei Jahren fast, also vor gut anderthalb Jahren. Es war natürlich erstmal eine kleine Umstellung, aber man gewöhnt sich schnell wieder dran. Es ist wie Schwimmen und Fahrradfahren, man verlernt es eigentlich nicht und es macht auch mordsmäßig Spaß. Hier haben wir eine 6-Gang ja, manuelles Getriebe, hier sogar so einen schönen, weiß nicht, früher hat man das Short Shifter genannt, so eine Sportkupplung ist mit Sicherheit auch verbaut, könnte ich mir gut vorstellen. Also wirklich auch allererste Sahne und ja, man merkt dann natürlich auch, das Auto ist wirklich, das ist ein wildes Auto, ja, das Auto ist wild, es will bewegt werden, es will geschalten werden, das merkt man natürlich auch beim V8, der dann sogar noch ein bisschen mehr Laufruhe hat, da ist es alles ein bisschen gemütlicher, ja, hier geht es alles ein bisschen zackiger zu, ja, das Auto ist wirklich, es steht absolut für Flexibilität, für Agilität, also da passt auch dieses Schaltgetriebe, denke ich, besser dazu als so ein, ja, Automatik- oder eben Doppelkupplungsgetriebe. Fahrverhalten, so allgemein Fahrverhalten an sich, da sieht es meiner Meinung nach so aus, habe ich vorhin schon gesagt, das Auto ist super agil, richtig schön wendig und liegt wirklich wie ein Brett auf der Straße. Ist natürlich auch ein gutes Stück tiefer noch als meiner. Ich habe ja das EDC eingebaut mit Competition-Fahrwerk. Hier haben wir auch eine Tieferlegung drin. Ich weiß jetzt allerdings nicht genau, welche, wie tief und was für ein Fahrwerk verbaut wurde. Deswegen halte ich mich da lieber zurück mit meiner Aussage. Aber es ist auf jeden Fall richtig, richtig schön glatt auf der Straße. Ja, also damit meine ich, es liegt wirklich wie ein Brett. Richtig Sportwagen, ein bisschen Go-Kart-Feeling, also richtig, richtig fein. Und man merkt auch die Bodenwellen ein bisschen mehr. Aber genau das steht eben auch fürs Feeling Motorsport und natürlich auch ideal für beispielsweise die Rennstrecke geeignet. Die Optik und der Innenraum möchte ich auch einfach nur kurz mal ansprechen. Die Optik ist natürlich ganz klar, kennt ihr vom 1er, vom 1er MQB vor allem. Und was mir sehr gut gefällt, ist das Design von außen. Also die Spoiler, Frontspoiler, die sind so richtig schön kantig, ja, so eine richtig aggressive, böse Optik. Das fehlt, finde ich, ein bisschen beim M3 von mir. Da ist alles ein bisschen abgerundeter, auch mit den Lufteinlässen. Und ja, hier ist es schon ein bisschen aggressiver, sage ich einfach mal, und fast schon ein bisschen so auf Krawall gebürstet. Aber sieht verdammt gut aus und super sportlich. Das Auto hat ja auch eine einmalige und sehr auffallende Folierung. Hier in den hellblau, dunkelblau und rotstreifen, die für BMW M typisch sind, mit der großen Aufschrift Olitzky Tuning. Fällt natürlich sehr auf. Die Leute schauen schon ganz schön immer. Aber das ist, sage ich sowieso mal, mit einem derartigen Auto eigentlich nichts Ungewöhnliches. Und ja, es ist auch so, dass durch natürlich auch den kürzeren Radstand und alles ein bisschen kompakter ist, wirkt da, finde ich, auch bulliger als jetzt zum Beispiel mein M3. Das ist aber auch irgendwie, finde ich, ähnlich so bei der M3 Limousine zum Beispiel, also beim E90. Da wirkt das Ganze auch ein bisschen bulliger einfach als beim Coupé. Und ich finde, hier hat man auch so ein bisschen mehr diese bullige Form und trotzdem dieses, also kantige, aber messerscharfe. Also es sieht wirklich verdammt gut aus. Und ja, auch der Innenraum ist wirklich top. Also hier Alcantara mit diesen orangenen Ziernähten. Sieht wirklich erste Sahne aus, wirklich richtig hochwertig und sportlich. Navi hier drin, alles ganz normal wie gewohnt. Nächstes Thema, Sound. Ja, ganz klar, 6-Zylinder, 8-Zylinder, ganz anderer, unterschiedlicher Klang. Ich würde jetzt nicht sagen besser, schlechter oder umgekehrt oder sonst wie. Es geht jetzt auch nicht unbedingt ums Thema Lautstärke an sich, denn der 1er M hier ist ziemlich laut. Ja? Wenn die Klappen offen sind, da kommt ordentlich hinten was raus, klingt richtig gut, hört sich
natürlich sehr hell auch an. Aber ich muss dazu sagen, der ja, rot, Freund. Bleib stehen mit dem Fahrrad. Der Turbo schluckt natürlich auch Sound. Das ist bekannt, das war auch schon immer so. Und das macht natürlich auch ein bisschen was aus. Also ich muss sagen, Turbo klingt geil, weil auch diese Turbo-Whistle ein bisschen oder eben dieses Pfeifen vom Turbo, ich finde es ganz sexy eigentlich. Und wie gesagt, es kommt doch auch hinten ordentlich was raus, soundbedingt vor allem durch die Downpipes, durch die komplette Abgasanlage, die geändert wurde. Das hört sich schon auf jeden Fall nicht schlecht an. Heute vierter Tag mit dem BMW 1er M Coupé und ich kann euch sagen, ich bin etwas hin und her gerissen, also leicht eine Mischung aus Faszination und ja, bisschen nicht Überforderung will ich sagen, aber ich freue mich jetzt langsam schon wieder auf mein Auto, einfach weil man es ja doch gewohnt ist. Und ja, bevor ich mich eben anfange in dieses M Coupé zu verlieben, gebe ich es lieber wieder ab, deswegen treffe ich mich jetzt dann mit dem Domi und möchte mich auch an dieser Stelle nochmal herzlich bedanken für diese mega geile Möglichkeit, mir mal einen Einblick in dieses geile Gefährt zu geben. Und ja, hier sei wirklich gesagt, rein 6-Zylinder Twin Turbo mit eigentlich 340 PS, aber nein, man macht einfach mal 505 PS raus, ja, und aus eigentlichen, ja, was waren es, ich glaube 4,9 Sekunden auf 100 mit diesem Schaltgetriebe, macht man einfach mal, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, hätte man mal alles testen müssen oder vielleicht können wir dann das in die Beschreibung packen, wenn ich nochmal nachgefragt habe, irgendwas mit vielleicht 4 Sekunden oder so, wirklich schwer zu sagen, aber richtig heftiges Teil und ja, ich bin mega zufrieden damit. Da hier der Kollege auch schon mit seinem 1.18D am Kuppel. Auch schönes Auto übrigens, würde mir auch ja, taugen für die Freundin. Da haben wir ja erstmal jetzt vor kurzem euch mitgenommen auf der Suche nach einem Auto. Ja, schönes Wetter heute. Super geil, das muss man natürlich gleich ausnutzen. Und ja, was gibt es zu sagen noch? Auch dieses Auto hier, fette Optik, also diese breiten Kotflügel, diese aggressiven Frontschürzen, also diese aggressive Frontschürze, wirklich richtig, richtig geil. Der Klang auch auf jeden Fall nicht von schlechten Eltern, erinnert mich auf jeden Fall ein Ticken an den E46 M3, so vom Sound her so ein leichtes Sägewerkgeräusch, aber klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja Leute, wie ihr seht, ich bin wieder in meinem M3, ich habe ihn endlich wieder. Warum endlich? Tja, ganz einfach, wie beim Sprichwort, oder ähnlich beim Sprichwort, daheim ist doch am schönsten und von daher, ja, es gibt Dutzende anderer tolle Autos und der 1er M gehört mit Sicherheit ganz weit vorne auch dazu, aber ja, es ist halt doch einfach was anderes, es war ein tolles Erlebnis, es hat wirklich massig Spaß gemacht, es ist ein ganz, ganz anderes Fahrverhalten, ein anderes Feeling, ein bisschen mehr noch ja, auf der Straße liegend, sage ich mal, und ein bisschen härter alles und ja, direkter auch natürlich, ne? Agilität, das Sprichwort, der Klang auch super, der Verbrauch 1A, also ich habe einen Schnitt einpendeln können von 12, irgendwas Kilometer, Liter auf 100 Kilometer. Und das ist dann bei meinem doch nicht ganz so gut realisierbar. Da liegen wir so bei, ja, um die 16 Liter auf 100 Kilometer im Schnitt. Und da merkt man dann doch auch die Unterschiede. Ich meine, euch ist mit Sicherheit klar, woran es liegt. Brauche ich euch gar nicht erzählen.
Und ja, es ist natürlich auch hier jetzt wieder alles so eine kleine Umstellung, sage ich mal. Ist ja gut. Auch allein schon hier mit der Schaltung. Ich bin jetzt schon wieder nach den 4 Tagen so dran gewöhnt, irgendwie hier dauernd am Schaltknüppel rumzuspielen. Und es ist einfach ja was anderes, sage ich mal. Und ja, auch so, es fühlt sich trotzdem wieder gut an, sozusagen zu Hause zu sein. Hier auch nochmal jetzt vielen, vielen Dank an den Dominik, vor allem von Olitzky Tuning. Tolles Auto, vor allem was sie damit angestellt haben. Also es ist ja wirklich weit entfernt von einem Serien-1er MQP und ja, wirklich Respekt auch daran. Ne? Ihr habt die Werte gehört, was dieses Auto an Leistung auf die Straße bringt. Es ist wirklich, wirklich eine andere Hausnummer wie jetzt hier zum Beispiel. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Genau, eigentlich mit das Wichtigste. Also, was ich eigentlich am meisten vermisst habe, ist der Sound. Ne? Also, das ist ja wohl mal ein meilenweiter Unterschied. Der 1M klingt gut, er ist auch laut, er hat eine Komplettanlage, er hat Downpipes und. Also, vieles mehr. Klingt nicht schlecht, braucht natürlich Drehzahl, dass er dann wirklich mal das Schreien anfängt. Hier brauche ich relativ wenig Drehzahl. Dafür hat er natürlich den Vorteil, er braucht wenig Drehzahl und hat schon trotzdem Leistungsgrad und ich brauche eben viel Drehzahl, um Leistung zu haben. So hat alles seine Vor- und Nachteile, wie immer im Leben. Abschließend kann ich wirklich sagen, tolles Auto, also für jeden, der auf Motorsport-Feeling steht, der ein bisschen einen Hang zu BMW hat und da so knackig es haben möchte und Schaltgetriebe und rein Sechszylindermotor liebt, der ist da wirklich gut aufgehoben. Ich werde erstmal bei meinem V8 bleiben. Ich habe jetzt endlich meine Schaltwippen wieder oder kann dann eben doch mal, man wird einfach auch älter, ja, gemütlich im Automatikmodus fahren und die Automatik hier, das Doppelkupplungsgetriebe ist wirklich 1A, kann man wirklich nichts sagen. Und ja, jetzt stehe ich hier wieder an der Ampel im Verkehr, das ist natürlich wieder mal nicht allzu geil. Ja, genau. Aber ihr kennt es ja, ja, was bleibt mir noch zu sagen? Das Wort für heute, denke ich, ist gesprochen. Ich wünsche euch jetzt einfach abschließend noch ein schönes restliches Wochenende. Startet dann gut wieder in die Woche. Und genau das habe ich vermisst, Leute. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich habe jetzt gerade nicht mehr geblickt, dass ich, warum auch immer, irgendwie im manuellen Modus war, deswegen hat er jetzt nicht geschalten, das wäre jetzt irgendwie dumm, ich weiß auch nicht, ja, aber dafür ist das Auto da, um auch mal so eine kurze Beschleunigung zu machen, natürlich alles im Rahmen der Straßenverkehrsordnung, gar keine Frage, und ja, ich würde sagen, macht's gut, bis bald und ciao. Drunk. Niggas know I stay with the scraps, so these niggas try to talk on the low. But your girl a hoe.